Willkommen zu einem neuen Video. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich diesen Satz von Kate Moss verachte. Schon damals fand ich diesen Satz sehr kritisch. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie viele Operationen und Eingriffe es gibt, von denen ich zuvor noch nie gehört habe. Gewisse Eingriffe werden auch dann erst richtig populär, wenn wieder gewisse Trends auf unseren Bildschirmen erscheinen, wie beispielsweise der Heroin Cheek. Und wer hätte es gedacht? Vor allem diese Eingriffe, die vorher niemand kannte und auf dem Schirm hatte, haben natürlich besonders große Nebenwirkungen. Wenn selbst das Robert-Koch-Institut vor gewissen Eingriffen warnen muss, dann sollte man diese doch definitiv ernst nehmen. Wir sprechen vom Magenbotox. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob der Begriff euch bekannt war. Für mich komplett neu und wird auch schon seit 3 Jahren in ein paar Studien dran gearbeitet und damit experimentiert. Aber dazu kommen wir später. Diese Behandlung soll natürlich dazu beitragen, Gewicht zu verlieren. Warum es extrem wichtig ist, bei generell allen Eingriffen, aber vor allem bei Eingriffen, die vorher nicht bekannt waren, genau zu recherchieren und nicht verschönigten Texten wie diesen hier einfach blind zu vertrauen, das zeige ich euch jetzt gleich. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Wir haben fast die 400.000 Abos geknackt. Ihr seid einfach verrückt. Vielen, vielen Dank. Außerdem könnt ihr mir für High-Quality-Content gerne auf Instagram folgen. Da mache ich gerade ein paar interessante Sachen. Also nichts. Als ich den Begriff Magenbotox einmal gegoogelt habe, wurden mir natürlich zuallererst die vorbildlichsten Texte zu diesem Eingriff angezeigt. Man kann ja gewisse Beiträge auf Google auch durch Google AdSense ein bisschen pushen und ich habe so das Gefühl, das ist hier auch passiert. Deswegen schauen wir uns doch jetzt mal diese wunderbaren Beiträge an. In Skandinavien erfunden und dort sowie der Türkei bereits weit verbreitet, gilt die Anti-Hungerspritze mit speziellem Dysport. Botulinumtoxin. Botulinumtoxin mittlerweile als echtes Missing Link zwischen strenger Diätkur und invasiven Adipositas-OPs. So wird hier für diese Hungerspritze geworben. Aber ist die Wirkung von Botox nicht wie auch im Gesicht nach 3 bis 6 Monaten wieder komplett hinfällig? Und müsste man es dann alle 3 bis 6 Monate wieder nachspritzen? Und sollte es eigentlich nicht das Ziel sein, seine Ernährung umzustellen, um das Gewicht langfristig halten zu können, als anstatt alle 3 bis 6 Monate sich einer OP zu unterziehen, 1500 Euro hinzublättern? Das gleiche gilt übrigens auch für die Wegovy-Spritze, mit der ja Elon Musk abgenommen hat und Kim Kardashian auch ordentlich Gewicht verloren hat, die darüber natürlich mal wieder nicht sprechen möchte. Aber auch hier ist man abhängig von einer Spritze, einem Medikament, das Nebenwirkungen hat. Und wenn du diese absitzt, verfällst du wieder in alte Essgewohnheiten. Doch was passiert eigentlich bei der Injektion von Magenbotox? Denn du musst ja in deinen Körper rein. So grausig. Die neue Technik zielt darauf ab, das Feedback zwischen dem Magen und Gehirn durch die vorübergehende Stilllegung des Vagusnervs zu blockieren. Vielleicht sollte man mal im Gehirn ein bisschen Botox. Auch hier, ähnlich wie bei Wegovy, hat man dann kein Hungergefühl mehr, man hat ein Sättigungsgefühl und deswegen nimmt man ab, weil man eben auch einfach keinen Appetit mehr auf jegliches Essen hat. Laut dem positiven Artikel, auf den ich gerade eingegangen bin, kann man scheinbar sehr viel damit abnehmen. So verliert man mit der neuen Methode nach 2 Spritzen im Abstand von 6 Monaten durchschnittlich fast 1/5 seines überschüssigen Körpergewichts. Nach 8 Monaten dann nahezu 30%. Klingt doch laut diesem Beitrag echt alles super positiv und toll. Eigentlich. Denn in Deutschland wird man dennoch schwer seriöse Ärzte finden, die diesen Eingriff durchführen. Was in diesem Artikel übrigens auch nicht steht, ist, dass man für den Magen eine 4-mal so hohe Dosis Botox benötigt, wie fürs Gesicht zur Faltenunterspritzung. Das bestätigt übrigens auch diese Studie aus dem türkischen Journal für Gastroenterologie. Sprich die Heilkunde vom Magen und der Verdauung. Diese kamen nach ihrer Studie zu folgendem Ergebnis. Es wurde der Schluss gezogen, dass die Anwendung von Magenbotox zur Gewichtsabnahme keine wirksamen Ergebnisse liefert. Der Nachteil dieser Studie ist, und das muss man hier auch ganz klar sagen, es wurden nur 13 Leute getestet. Dennoch muss man auch hier sagen, nur 4 Patienten konnten mehr als 50% ihres Übergewichts, 6 bis 15 Kilogramm, verlieren. 6 Patienten konnten kein Gewicht verlieren. Außerdem gibt es eine Meta-Analyse zu diesem Thema. Dort wurden 60 Artikel analysiert rund um das Thema Magenbotox. Und auch da sind sie zu dem Entschluss gekommen, bringt nicht wirklich was.
Aktuelle Beweise aus identifizierten Studien zeigen keinen anhaltenden Gewichtsverlust durch die Verwendung einer endoskopischen Botox-Injektion. Und noch als allerletzter wichtigster Punkt aus der Studie: Angesichts der erhöhten Behandlungskosten und zu der erwartenden vorübergehenden Wirkung zeigen aktuelle Ergebnisse, dass die endoskopische Botox-Injektion keine wirksame Methode zur nachhaltigen Gewichtsabnahme bei Adipositas ist. Ja, in dem Artikel vorhin stand ja, das ist der Missing Link zu Adipositas-OPs. Aber wie zu erwarten, ein weiterer Eingriff, der eigentlich nicht lang zielführend sein wird. Und mit diesem Video wollte ich euch einfach nur mal wieder zeigen, wie wichtig es ist, einfach zu recherchieren. Gerade wenn ihr überlegt, etwas an eurem Äußeren ändern zu wollen. Ich beispielsweise bin gerade dabei, mein Microblading aus meinen Augenbrauen wieder entfernen zu lassen. Ich habe demnächst einen Termin, da werde ich euch videotechnisch komplett mitnehmen. Denn auch mir und überall im Internet wurde damals versprochen, das löst sich nach 2-3 Jahren wieder auf, gar kein Problem. Was ist passiert? Nach den ersten 4 bis 5 Monaten sind diese Striche komplett verschwommen. Sie sind jetzt grün, sie sind jetzt blau. Man sieht es im Tageslicht extremst. Und genau deswegen hätte ich vielleicht mal besser recherchieren sollen. Dann hätte ich mir so einiges ersparen können. Ich kenne bei Microblading übrigens sehr viele von meinen Kolleginnen, die selbe Probleme haben. Falls ihr keine habt, ist das super. Das freut mich für euch. Aber ich habe jetzt halt viele mitbekommen, die sich nach vor allem 2-3 Jahren sehr, sehr darüber ärgern. Und da nehme ich euch auch komplett mit. Keine Sorge. Wer auch hätte besser recherchieren sollen über Magenbotox, sind die 12 Deutschen, die sich dieser Behandlung unterzogen haben und in die Türkei gereist sind und dann schwerkrank zurück nach Deutschland gekommen sind. Sie wollten Gewicht verlieren und waren für ihre Behandlung extra in die Türkei gereist. In einer Privatklinik ließen sie sich Botox in die Magenwand spritzen. Nun sind mindestens 12 Deutsche auf 5 Bundesländern schwerkrank, wie das Robert-Koch-Institut mitteilt. Auch gerade zu Eingriffen im Ausland, da kommt nochmal ein extra Video. Da gibt es beispielsweise echt super Kliniken, gerade zum Thema Haartransplantation. Gibt natürlich aber auch Kliniken, denen ihr nicht hingehen solltet. Es ist immer wieder traurig, wenn Leute Eingriffe im Ausland durchführen lassen und dann in Deutschland in der Notaufnahme landen, weil sie septisch sind oder sonstiges. Kommt gar nicht so selten vor. Deswegen auch hier richtig erkunden und recherchieren. Und manchmal ist es vielleicht besser, dann doch ein bisschen mehr Geld zu bezahlen, als ein Risiko einzugehen. Heißt zwar nicht, dass es dann auch gut laufen muss, aber ich glaube, ihr wisst, auf welchen Punkt ich hinaus möchte. Der Wunsch, schlank zu sein, ist sehr groß, schon seit vielen, vielen Jahren. Einige Jahre waren wir jetzt davon verschont, weil ein Brazilian Buttlift und Kurven waren alles jetzt erstmal in. Brazilian Buttlift ist ein Eingriff, in dem man Eigenfett in den Hintern injiziert. Eine der gefährlichsten Operationen überhaupt. Und jetzt kommt der Heroin Chick wieder zurück. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht so schlimm wird wie damals 1990. Denn viele sind sich mittlerweile auch bewusst, dass man nicht jedem Trend hinterherrennen soll. Ich glaube dennoch, dass es aber Auswirkungen haben wird, wenn auf einmal die Vorbilder und Stars alle schlank und rank werden und man das selber dann eben auch möchte. Bereits in den 90ern löste der Heroin-Chick-Hype einen Schrankheitswahn aus. Aus 1990 stammt übrigens auch der Satz von Kate Moss: Nichts schmeckt so gut, wie sich dünn sein anfühlt. Ein Satz, den sie heute übrigens bereut. Ich weiß nicht, ob gerade deswegen vermehrt Menschen die Magen-Botox-Eingriffe durchführen lassen, aber es ist schon ein sehr interessanter Zufall, dass gerade jetzt, wo es wieder Trend ist, sehr schlank zu sein, auf einmal 12 Fälle in den Notaufnahmen in Deutschland landen. Ich weiß, Gewicht verlieren ist super, super schwer, es ist super, super anstrengend. Das ganze Thema Essen ist super kompliziert, super nervig. Es sollte jedoch von jedem das Ziel sein, wer langfristig abnehmen möchte, muss sich auch Zeit nehmen. Gewohnheiten spielen sich erst nach Monaten ein. Das Ganze nicht immer sofort und radikal zu wollen mit Eingriffen und sonstigen Hilfen. Manchmal sollte man für das, was man erreichen möchte, sich auch einfach mal Zeit nehmen, Geduld haben, denn alles andere wird auf Dauer sowieso nicht funktionieren. Es kann ja nicht gut sein, abhängig von einer Spritze sein zu müssen, um sein Gewicht zu halten oder abzunehmen. Denn das ist ähnlich wie mit einer Diät. Ist die Spritze weg, kommt der Jojo-Effekt wahrscheinlich relativ schnell. Ich kann euch beispielsweise zu dem Thema meiner Augenbrauen nur sagen, wie sehr ich es jetzt im Nachhinein bereue, dass ich das gemacht habe. Dass ich damals meine Lippen habe aufspritzen lassen. Ich habe übrigens gleich einen Termin und lasse noch weitere Sachen auflösen im Gesicht. Das sind so Sachen, die bereue ich einfach. Und ich habe auf TikTok ein sehr trauriges Mädchen gefunden, das jetzt an dem gleichen Punkt war, wie ich damals, bevor ich mit diesem ganzen Injektionskack angefangen habe. Und ich würde mir heute wünschen, dass es jemand gegeben hätte, der mir sagt, tu es nicht. Ich weiß nicht, ob ich die Einzige mit dem Problem bin, aber ich fühle mich einfach absolut unwohl.
Ich glaube, in dem Fall bist du nicht die Einzige. Wir haben alle unsere Paketchen zu tragen und Social Media trägt einen großen Teil dazu bei und aufgrund dessen alle Face-Apps und Filter benutzen. Ich kann dir nur empfehlen, entfolge allen Accounts, die dich genau das denken lassen. Geh mehr raus, schau dir mehr Leute an, normale Leute an. Was ich beispielsweise gemacht habe und jeder kennt es, es gibt Phasen im Leben, in denen fühlt man sich unwohl. Bin zum Friseur gegangen, ich habe meine Nägel manikürieren lassen, ich habe es mir gut gehen lassen, ich habe mich und meinen Körper gut gepflegt und dann ging es mir besser. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Video sagt. Habt ihr schon Erfahrungen mit Magenbotox gemacht? Hat es bei euch was gebracht? Kennt ihr das? Es gibt ja immer Ausnahmefälle. Mir war mit diesem Video auf jeden Fall wichtig, euch jetzt zu zeigen. Glaubt nicht immer alles, was ihr auf Google sofort findet, sondern recherchiert mal nach. Weil am Ende ist es halt einfach oftmals so, wenn euch was passiert, dann kann man es nicht mehr rückgängig machen. Was ihr aber rückgängig machen könnt, ist, dass ich sauer auf euch bin, wenn ihr mir keinen Daumen nach oben lasst. Wir sehen uns in den nächsten Videos.